Booting systems now. Project S-Link loaded. Eine Bahn? Quer durch Salzburg? Das macht doch keinen Sinn! Das Problem der Stadt ist doch der Stau. Lösen wir ihn durch diese Ausbaupläne? 50% der Salzburger und Salzburger pendeln täglich von den Umlandgemeinden in die Stadt herein und fahren dann wieder hinaus. Das ist ein unheimliches Verkehrsaufkommen, vor allen Dingen Autoverkehr, viel Stau, viel Umweltschmutz, und das können wir reduzieren oder minimieren, indem die Leute alle mit dem S-Link durch die Stadt fahren. Glauben wir es immer noch nicht, gell? Na, fahr endlich! Marktplatz. Also ich werde entweder mit dem Fahrrad oder vielleicht sogar am besten zu Fuß zur nächsten Station, steige dann in die Bahn ein und kann direkt beim Mirabellplatz aussteigen, kann gemütlich durch den Mirabellgarten schlendern hinüber in die Altstadt, und das ist doch was Herrliches. Mehr Lebensqualität beim Pendeln, in modernen Zügen und auch in der Stadt weniger Stau. Und all das heißt mehr Klimaschutz. Der S-Link wird für alle das Reisen, das sich fortbewegen in der Stadt, noch viel einfacher machen. Na servus. Aber so hohe Investitionskosten. Wenn wir jetzt nicht investieren, dann wird es noch viel teurer für uns und vor allem für die zukünftigen Generationen. Für mich ist das die einzige Chance, damit wir wirklich unser Verkehrsproblem in Zukunft in den Griff bekommen können. Mit weniger Abgasen, weniger Lärm, sicherere Umgebung für unsere Kinder und Senioren. Das ist eine Riesenchance, um die Stadt zum Positiven zu verändern. Und warum kann nicht alles genauso bleiben, wie es ist? Freddy, nichts zu tun schafft auch große Veränderungen. Und jetzt haben wir die Chance und bauen den S-Link. Damit kommen wir von einem Ort zum anderen, abgestimmt mit allen Verkehrsträgern, schnell, komfortabel und sicher. Das ist unser Ziel.